Sie trifft unter Lebensgefahr die Führer von Terrororganisationen, spricht mit ihnen über ihre Motive. Und sie weiß manchmal mehr über Terrorakte als die Geheimdienste. Stuart McKennett ist bei mir als Gast im Dialog. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke. Warum setzen Sie Ihr Leben aufs Spiel? Also als erstes geht es darum, dass ich mit Leuten spreche, die normalerweise von den Medien nicht oder fernbleiben vor den Medien. Und ich glaube, der ausschlaggebende Moment war in der Tat eine Begegnung, die ich hatte mit einer Frau eines Feuerwehrmannes, der während der Anschläge am 11. September zu Tode kam. Und diese Frau fragte uns Journalisten, ich war damals mit Kollegen von anderen amerikanischen Medien mit ihr gemeinsam Abendessen. Und die fragte uns nach diesem Abendessen, warum wussten wir nicht, dass es Menschen da draußen gibt, die uns so sehr hassen. Und es ging noch einen Schritt weiter. Sie sagte uns auch, dass ihrer Meinung nach, weil sie es nicht gewusst hat oder weil man es der Bevölkerung nicht mitgeteilt hat, Medien und amerikanische Politiker auch eine Mitschuld daran getragen haben und sagte, wenn wir es gewusst hätten, wenn uns Leute gesagt hätten, es gibt diese Menschen, die uns so sehr hassen, hätten wir vielleicht etwas anders tun können. Und deswegen habe ich entschlossen, mit Menschen, also mit sogenannten Dschihadisten, dann direkt zu sprechen und um zu erfahren, was sind die Beweggründe, wie ist die Geschichte hinter der Geschichte, um der Bevölkerung eben mitteilen zu können, so denken die und aus diesen Gründen wird so gedacht. Das heißt aber, dieser 11. September ist nicht nur für uns alle in der Weltgeschichte ein Punkt, an dem sich etwas geändert hat, sehr grundsätzlich geändert hat, sondern auch bei Ihnen im Leben etwas grundsätzlich geändert hat. Sie sind in Frankfurt groß geworden. Im Grunde ja auch in der muslimischen Welt sehr nah dran, weil Ihre Mutter ist Türkin, Ihr Vater ist Marokkaner. Sie sprechen Arabisch, Sie kennen sich in dieser Welt aus. Warum haben wir diesen Hass der Terroristen, dieser islamistischen Terroristen gegen den Westen? Also ich erkläre in meinem Buch ja noch ein bisschen mehr. Ich bin in Frankfurt geboren, habe aber in Marokko gelebt 3,5 Jahre und dort bei meiner Großmutter, die ich in dem Buch auch die erste Feministin nenne, die ich in meinem Leben getroffen habe. Eine Frau, die 3-mal geschieden war, die in einem islamischen Land eben ihre Kinder alleine großzog. Und unsere Nachbarn waren Juden, marokkanische Juden. Und meine erste wirkliche Freundin war ein Jüdin. Jüdisches Mädchen. Und ich bekam mit, wie Muslime, also unsere Familie und jüdische Familien, sich miteinander zum Beispiel zum Essen einluden und es ein freundschaftliches, wirklich familiäres Verhältnis gab. Dann haben meine Eltern entschieden, mich nach Deutschland zurückzubringen, nach Frankfurt, dem Land, der Stadt meiner Geburt. Und dort besuchte ich den christlichen Kindergarten dann noch ein Jahr und einen christlichen Hort. Das spielt alles eine Rolle, weil ich natürlich, als dieser 11. September passierte, mir auch die gleiche Frage stellte, wie konnte es passieren? Was hat dazu geführt, dass 3 junge Männer, die nach Deutschland kamen zum Studieren, auf einmal zu Massenmördern geworden sind? Weil wir dürfen nicht vergessen, 3 der 4 Piloten des 11. September sind in Hamburg auf die Universität gegangen und haben sich in Deutschland, also in Hamburg, radikalisiert. Und ich bin in eine Welt hineingetreten, in eine Interpretation meiner eigenen Religion, die ich so nicht kannte. Also die Religion, die ich in Marokko, den Islam, den ich in Marokko gelehrt bekommen habe, war ein Islam, in dem es hieß, wir schauen auf die Gemeinsamkeiten, die wir mit anderen Religionen haben, mit dem Christentum, mit dem Judentum. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo es einen Weihnachtsbaum auch gab, wo der Nikolausstiefel auch rausgestellt wurde und ich die Rolle der Maria im Krippenspiel 2-mal eingenommen habe. Und Sie sind groß geworden in einer Familie mit Sunniten und Schiiten, so auch das was Sie noch, auch genau. Heute noch bei Interviews immer mal wieder verwenden, um sich quasi auch ein bisschen besser in den anderen sozusagen oder dem anderen zu nähern, dem Interview. Und um es ganz kompliziert zu machen, beides sind Nachfahren des Propheten. Also beide meine Elternteile stammen aus Familien, die sozusagen Nachfahren des Propheten sind. Und mit dem Hintergrund, also mit dem Aufwachsen, dann in diese Welt des sogenannten Dschihad zu treten und mit einer Interpretation der Religion konfrontiert
konfrontiert zu werden, die ich so nicht kannte. Das war für mich auch erstmal etwas ganz Neues. Also diese Vermischung von Politik und Religion, die ich auch erst verstehen musste. Und das war in der Tat, der 11. September hat dazu geführt, dass ich einen Eintritt in diese Welt bekommen habe. Und jetzt muss man dazu auch noch sagen, Sie fanden Journalisten und Journalismus unglaublich spannend. Sie hatten ein Poster von den beiden, die den Watergate-Skandal aufgedeckt haben. Das war also auch noch mal von daher ein Engagement für das Aufdecken von Zusammenhängen. Und Sie erzählen, um das noch mal vielleicht auch als Motiv zu erkennen, von Ihrer Großmutter, der Marokkanerin, die in die Koranschule kam und dem Koranlehrer auf die Finger gehauen hat, weil er Ihnen auf die Finger gehauen hat. Also sie war eine sehr starke Frau, der wollten Sie ja wahrscheinlich irgendwie auch nachkommen. Ich glaube, sie war eine sehr diskutierfreudige Frau, die sozusagen auch mit korrupten Polizisten in Marokko diskutierte und die Leute, die nicht dafür zurückschreckte, wenn sie Unrecht sah, das auch beim Namen zu nennen. Und Sie haben gerade diese Geschichte mit dem Koranlehrer angesprochen. Das war in der Tat so, der hat mir, weil ich mit dem kleinen Nachbarkind gesprochen hatte, während des Unterrichts mit dem Lineal auf die Finger gehauen. Und ich bin nach Hause gerannt, weinend, zu meiner Großmutter, die dann sagte, ich soll aufhören zu weinen, mich an die Hand nahm und mit mir zurückging in die Koranschule und ihn vor versammelter Mannschaft mit ihrem Schuh verhaute. Was natürlich zu viel Gelächter führte. Aber es war in der Tat so, dass ich bei dieser Frau aufwuchs, die mir sagte, egal welche Position jemand hat, wenn Unrecht geschieht, dann muss man das beim Namen nennen. Sie bereute diese Diskutierfreudigkeit irgendwann, als ich anfing, sie nachzuahmen und mit ihr darüber diskutierte, ob es jetzt wieder Kartoffeln geben sollte oder irgendwie aufgeweichtes Brot mit Milch. Aber sie war trotzdem eine Referenz für Sie, also das absolut. War schon ein Vorbild. Absolut, sie war ein Vorbild. Und was ich sehr spannend fand, wissen Sie, ich komme aus einer Familie, meine Mutter trägt zum Beispiel keinen Kopf, meine Großmutter trug eins, aus traditionellem Grund eher. Und dann kam ich auf diese in den christlichen Kindergarten und sah, dass die Schwestern, also die Nonnen dort, auch eine Kopfbedeckung trugen. Und ich dachte, das ist ja lustig, wie bei meiner Großmutter. Und ich bin dann natürlich in Frankfurt oder in Deutschland aufgewachsen und wurde immer mit der Frage konfrontiert, und wann trägst du jetzt ein Kopftuch? Mhm. Und dachte immer, Leute, also ihr habt doch auch Schwestern und Nonnen, die eins tragen, wie meine Großmutter auch. Also, aber das heißt nicht, dass jeder von uns ein Kopftuch trägt. Aber Sie haben eine ganz andere Art, sich zu präsentieren, auch als Frau, die Sie auch brauchen in Ihrem Job. Wenn Sie als Sicherheitskorrespondentin für die Washington Post unterwegs sind oder für andere Zeitungen unterwegs waren und mit jemandem wie Mahmoud gesprochen haben, einem Terroristen, von dem es heißt, er sei später durch eine Drohne getötet worden, da sind Sie als Frau dem begegnet. Das ist ja nicht so ganz ohne. Abgesehen von der investigativen Form, die Sie angehen müssen, weil es darf ja niemand wissen, dass Sie dorthin gehen, dass Sie ihn treffen. Wie haben die denn auf Sie als Frau reagiert? Also zunächst einmal Mahmoud, da gab es Meldungen, dass der durch eine Drohne getötet wurde, aber er ist tatsächlich noch am Leben. Es gibt andere, es gab natürlich hochkarätige Al-Qaida, Taliban und IS-Kommandeure, die ich getroffen habe. Ich trete da natürlich anders auf als jetzt vor Ihnen. Also ich habe ich trage ein Abaya, ich trage ein Kopftuch, auch aus natürlich aus Respekt, den ich dieser anderen Person zeigen muss, egal wie ich zu ihr stehe. Aber ich weiß natürlich, dass diese Leute, natürlich komme ich als Frau und diese Dynamiken spielen dann auch während des Gesprächs eine Rolle irgendwann. Allerdings komme ich natürlich auch als jemand, der seit längeren Jahren in diesem Feld gearbeitet hat und arbeitet. Und als jemand, der gerade wenn es um Leute geht, die aus Europa stammen und die mir dann erzählen, wie sie aufgewachsen sind, wie sie teilweise Diskriminierung erlebt haben, der das nachvollziehen kann, weil ich das selbst auch am eigenen Leib gespürt habe in Deutschland. Ich erinnere mich, wie ich die brennenden Häuser von Mölln und Solingen sah oder als die Flüchtlingsunterkünfte in Ostdeutschland brannten, mit welcher Angst wir auch lebten und was diese Angst mit einem tun kann. Also wenn man das Gefühl hat, ausgegrenzt zu werden oder auf einmal zur Zielscheibe zu werden, kann das bei einigen Leuten dazu führen, dass die sich auch ausgrenzen automatisch. Und das stellte ich bei vielen der Biografien, ob es jetzt Mahmoud war oder auch andere aus Europa, fest, dass irgendwann dieser Moment kam, wo man sich nicht mehr zu der Mehrheitsgesellschaft dazugehörig fühlte, das gleiche Gefühl, das ich auch hatte, und im Gegensatz zu mir diese Leute eben, weil ein Rekrutierer da war oder weil die Umstände, die Familienumstände anders waren bei ihnen,
dann tatsächlich sich für diese dschihadistischen Ideologien interessierten. Aber was sagen Ihnen die IS-Führer? Wir reden gleich noch über Integration, das Problem auch deutscher Muslime, die sich im Zweifelsfall dem IS angeschlossen haben. Was sagen Ihnen diese Führer? Warum sind sie Terrorchefs, die Terrorakte durchführen, die viele Menschen umbringen auf bestialische Weise? Was ist deren Motiv? Was sagen die Ihnen? Das ist natürlich, ich erkläre in dem Buch die verschiedenen Dynamiken und Radikalisierungsstufen und auch, wie interpretiert wird. Wir dürfen, ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen. Die sehen sich als Opfer. Die sagen mir, wir denken, dass der Westen einen Krieg gegen den Islam führt. Die führen dann Beispiele an, wie zum Beispiel der Krieg im Irak 2003, der unrechtmäßig geführt wurde, weil es ja hieß, es gäbe Massenvernichtungswaffen. Wir wissen alle, es gab sie nicht. Trotzdem wurde der Krieg geführt. Und die sagen dann, und welche Konsequenzen hat es gegeben? Die einzige Konsequenz aus deren Denkweise ist, dass der Irak jetzt von schiitischen Milizen oder von Politikern geführt wird, die dem Iran sehr nahestehen. Deswegen vermuten viele, dass der Westen die arabische Welt dem Iran übergeben möchte. Das ist deren Interpretationsweise. Dann in der Tat werden Dinge aufgeführt, wie zum Beispiel gerade bei vielen aus Europa der Fall Khaled al-Masri, den wir schon gar nicht mehr auf dem Radarschirm haben. Aber ein Deutscher, libanesischer Abstammung, der auf dem Weg nach Mazedonien verschleppt wurde von der CIA mit und wo bis heute noch nicht ganz geklärt ist, wie viel wussten eigentlich deutsche Behörden oder auch Politiker in Deutschland, wer wusste was, wann, wie. Und diese Fälle werden mir aufgezählt als Beispiel dafür, dass es keine Konsequenzen gab für all diejenigen, die daran beteiligt gewesen sind oder die Geheimgefängnisse zum Beispiel, die Folterung, es geht so weiter und so weiter. Aus deren Sichtweise sind sie die Opfer und sie merken eben nicht, dass sie selbst zu Tätern werden, weil sie sagen, wir verteidigen uns ja nur. Jetzt spiele ich das, wenn ich das noch sagen darf, jetzt habe ich das mit denen natürlich auch diskutiert und sie werden in dem Buch Situationen finden, da sind sehr erhitzte Diskussionen entstanden, wo ich dann jemandem sage, Moment mal, aber du tötest unschuldige Menschen. Einer, der mit dem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt reinfährt in Berlin, das sind unschuldige Menschen. Was haben die denn mit deinem Krieg zu tun? Dann kriegen sie als Antwort, ihr seid alle Demokratien. Ich werde ja auch als jemand wahrgenommen, der aus dem Westen kommt. Ihr lebt in Demokratien und jeder, der dort wählt, der an Wahlen teilnimmt, trägt eine Mitschuld. Niemand ist unschuldig. So ist die Denkweise. Und ich denke, es ist, ob wir jetzt damit zustimmen oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, warum diese Menschen sich als Opfer sehen und eben nicht als Täter. Und das ist schwierig für viele zu verstehen, aber es ist wichtig. Sie haben den Irak erwähnt. Sie haben die Foltergefängnisse erwähnt. Man kann Abu Ghraib dazu nehmen. Es gibt ganz viele Fälle, in denen Menschenrechtsverletzungen begangen worden sind vom Westen, so wie er kurz bezeichnet wird, gegenüber der islamischen Welt. Sind das tatsächlich ehrliche Gefühle der Rache, sage ich mal, oder ist das ein Motiv, ein Alibi dafür, die Ideologie des Islam, ich sage jetzt mal wirklich Ideologie des Islam, weltweit durchzusetzen? Denn es gibt ja immer wieder Aussagen, Sie haben auch in dem Buch Aussagen beschrieben, wir wollen über Marokko, über Spanien Europa wiedererobern. Wir wollen den Islam weltweit als Religion verbreiten. Das ist eine andere Idee als die reine Rache-Idee. Also erstens, der Islam ist eine Religion, keine Ideologie. Es gibt Menschen, die ja, aber sie wird ja als Ideologie dann verkauft. Es gibt Menschen natürlich, die eine Ideologie daraus herausziehen oder ihre Ideologie begründen mit dem Islam. Das sage ich auch in dem Buch. Es ist nicht der Islam, der sie radikalisiert, sondern sie radikalisieren den Islam. Das können sie mit jeder Religion tun. Das ist leider so, wenn wir uns heute die Situation in Myanmar anschauen oder also im Burma, der Rohingya und der buddhistischen Bevölkerung dort, dann ist es so, dass sie eigentlich eine sehr friedliche Auslegung des Buddhismus auf einmal umkippt. Und, das ist doch auch nur noch ein Instrument. Es wird zum Instrument, weil es ein sehr mächtiges Instrument ist. Religionen können benutzt werden, um mit Emotionen zu spielen von Menschen, um zu sagen, deswegen seid ihr Opfer, deswegen seid ihr keine Täter mehr. Ich glaube, man muss unterscheiden, mit wem man es innerhalb dieser Gruppierung zu tun hat. Wenn ich mit Anführern von Gruppen gesprochen habe, dann ist es natürlich in der Tat so, es ist ein Kalkül.
Es gibt ein Machtkalkül, nämlich zu sagen, wir rekrutieren Leute und sagen ihnen, um Muslime zu schützen, müssen wir uns auch ausweiten. Und das ist das Endziel, das Kalifat sozusagen von dem Teil der Welt bis nach Europa oder nach Al-Andalus oder wo auch immer zu verbreiten. Teilweise haben einige Vorstellungen, dass sie sagen, wir müssen nach Washington. Mhm. Aber wir reden ja über verschiedene Stufen. Und bei der Vorstufe, nämlich der Radikalisierung, wie bekommen Rekrutierer Leute eigentlich, spielen die Emotionen und das Gefühl, Leuten zu vermitteln, ihr seid Opfer, eine sehr große Rolle. Und dieses Ungerechtigkeitsgefühl. Die